Ja, hallo liebe Freunde, und willkommen wieder zurück zu Jurassic World Evolution, wo die Panik in meinem Park weiter voll im Gange ist. Und zwar mit einem Zauneffekt. Wo ist denn jetzt schon wieder ein Zaun? Boah, das gibt's doch nicht mehr. Mach ihn kalt. Kommt auf die Liste. Rangerstation. Rangerwagen. Aufgabe hinzufügen, Zaun. Anfrage erhalten. Wir verbessern das Gehege. Wir verbessern jetzt alles in einen Stahlzaun. Ist mir scheißegal. Ist mir wirklich scheißegal. Die kriegen hier jetzt alle Stahlzäune. So. Das war's erstmal. Jetzt könnt ihr erstmal versuchen, wieder auszubrechen, ihr blöden kleinen Kackviecher. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Mir doch egal, kann man machen. Was sollen wir? Zwei Expeditionsgrabungen abschließen. Joa, das kriegen wir schnell hin. Das ist jetzt auch langsam erschöpft. Hier ist noch ein Raptor. Chimetrosaurus. Was ist hier noch überall? Komm, wir machen die Raptoren voll. Forschungen sind natürlich auch ein bisschen was da. Da extrahieren wir weiter und extrahieren und dann sind wir irgendwo fertig. So, der schläft. Sehr schön. Das Transportchen wieder rein. Jetzt weiß ich auch wieder, was mir so manchmal so auf den Sack geht bei dem Spiel. Auf einmal bist du so schnell am Techtelmechteln hier. Da musst du richtig am Gasball bleiben, damit du hier überhaupt was hinkriegst. So, das ist diese neue Einschienenbahn. Wir können ja mal. Ich wollte sie eigentlich nicht aufstellen, aber ich möchte sie auch mal testen. Ne? Ich habe sie noch nie gebaut. Noch nie. Und ich baue sie jetzt mal nach hier. Wir müssen ja Stationen einbauen. Sonst gibt das Ganze mit der einen Schienenbahn ja hier supermäßig keinen Sinn. Komm. Passt das? Das passt? Ich bin begeistert. Bäh. Transport hat begonnen. Okay. So noch gar nicht alles fertig gebaut. Cool. Mitten durch meinen Park geht so eine Scheiße. Okay. Das ist echt super. Okay. Was? Naja, so, warte mal, liegt der da jetzt oder was? Ja, der liegt noch gut. Hol ihn und setz ihn. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Er ist nämlich auch schon fertig. Was ist denn da? Der Lilofo. Oh Mann, jetzt geht's gekaspere los hier. So, mein Freund, bevor du anfängst, an den großen Hunden rumzuknabbern, ne? Kommst du da erstmal auch in meine Lieblingsfreude rein. So. Obwohl, ob sich diese Einschienenbahn hier überhaupt lohnen wird, ist eine andere Sache, ne? Aber naja, scheißegal. Achso, ich sehe gerade, das ist auch noch gar nicht verbunden, deswegen kann sie auch noch gar nicht funktionieren. Machen wir gleich. Ich muss erstmal Essen auffüllen. Bin zur Futterstation unterwegs. Ja, dann mach hier auch gleich die Ecke. So. Dass man auch immer wieder das komplette Menü verlassen muss, ey. Unterwegs. Also, wir verlässt automatisch immer das komplette Menü. Schade eigentlich, finde ich ein bisschen doof. Aber naja, was soll man machen, ne? Nachschubanfrage bestätigt. So, was ist jetzt hier das Problem? Die Einschienenbahn fährt doch. Ach so, hier fehlt der Weg. Ja, kriegen wir schnell hin. So, Weg ist eingebaut. Jetzt können die Leute da diesen kurzen Streckenabschnitt schneller bewältigen mit der Einschienenbahn. Cool. Kann man damit auch schön über die Dings drüber fahren, über Gehege? Schauen wir mal. So, Gäste, ich habe ja noch ein bisschen Platz. Produkttransport. Irgendwo hin. Ballern. So, mal sehen, ob ich die hier irgendwie reinkriege. Krieg ich sogar. Wo packen wir die letzte Station? Packen wir noch eine rein? Passt denn überhaupt noch eine irgendwo rein? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, drei Stationen kommen das recht aus. Komm, die sollen nicht so anpissen.
Verbaut. Schön. Cool, wir können wirklich über ein Gehege rüberfahren. Sehr schön. So. Passt. Nein. Falscher Kopter. Richtiger. Du bist ja die Luffo, ne? Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ah, wartet mal, dann könnten wir ja auch. Ein Zaundefekt. Nein, ich will nicht immer defekte Zäune haben. Sag mal, was bist du für ein Rambock da unten? Tot. Selber schuld. Am Altersschwäche gestorben. Hast du auch verdient, ey. Dreckiger kleiner Arsch, ey. Druck reagiert auf Reparaturanfrage. Und normalerweise sollte ich dich da und deinen scheiß Kadaver verschimmeln lassen, ey. So, ist wieder ein Tier ausgebrochen. Was ist denn noch alles kaputt hier? Auch die Schienenbahn da unten ist nicht mit einem Weg verbunden. Was ist das da unten gerade gewesen? Unterwegs. Zweiter toter Dino. Okay, das geht ja noch. Produkt ein. Ich wollte schon gerade sagen, das gibt jetzt ein paar Probleme, aber nein. Sondern ist die auch noch? Ich möchte gerne mal auf die Schienenbahn. Ich bin kein Freund langer Wanderungen. Und Ihre Gäste sehen das ähnlich. Verbessern Sie Ihre Transportabdeckung. Damit nehmen Sie uns allen eine Last ab. Aha. Ja, ich möchte jetzt aber gerne. Ja, ist mir klar, dass es eine unvollständige Strecke ist. Ich bin ja nicht blöd, aber. Sag mir doch einfach, wie ich die Strecke weitermachen kann, dann mache ich es auch fertig. Schienenbearbeiten da. Produkt wurde eingesammelt. Können Sie mit der Schienenbahn hier ein bisschen weiter rumfahren? Oha. Oha. Das kann man? Wollte ich gerade sagen. Oh Gott, ich. Ja, ich weiß. Es ist noch nicht so ganz einfach, diese behinderte Schienenbahn durchzuziehen. So, wie. Abriss. Definitiv. Zurück. Scheiße. Ich muss ganz knapp hier reinkommen. Nein, da ist wieder außerhalb der Bauzone. Kann ich gebaut werden? Kann ich gebaut werden? Ich müsste jetzt hier irgendwie rumkommen. Ich weiß noch nicht wie. Scheiß drauf, ich weiß nicht, wie ich hier langkommen soll. Wie machen wir denn das am besten? Ich werde jetzt erstmal. Versuchen, die Strecke miteinander zu verbinden. Dann halten die zwei Dinger definitiv. Ja, und die hier unten. Ja, leck mich. Können abgerissen werden. Was soll ich denn mit den Dingen da unten noch? Können sie ein bisschen so rumlaufen? Komm, weg damit. So, schließen sie zwei Expeditionen ab. Eine haben wieder Hunger, wie immer. Oh, die Raptoren sind wichtig. Obwohl, die haben jetzt ein bisschen mehr die Schnauze zu halten, seitdem ich da so einen Zaun reingebaut habe. Halten die doch echt ein bisschen mehr die Klappe, ey. So, wo ist die nächste Futterstation? Ist der Ranger, der da gerade hinfährt. Futter auffüllen, Aufgaben hinzufügen, kann er auch gleich die. So, fährt die hier einmal rum und gut ist, ey. Das nervt's mich. Läuft doch. Ach, apropos läuft doch. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier was zum Laufen gebracht? Nö. Definitiv die Luffo ran. Den da, den Drago-Rex, den lasse ich erstmal komplett raus. So, die Luffo brauche ich. Ich glaube, mir ist auch schon wieder. Triceratops ist mir, glaube ich, auch wieder gestorben. So.
Ja, meine Gewinnspanne sieht wirklich sehr gut aus. Er hier unten, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade mal ein. Wo ist er denn? Ach, da steht er. Das ist übrigens der neue. Den geht's hier echt gut. Hübsch. Den geht's hier wirklich gut. Oha, 115er Wert. Der läuft wohl. So, können wir das nächste Ranger-Team losschicken, die mal ein bisschen was auffüllen darf. Und wenn ihr gerade mal dabei seid, erledige ich auch den Scheiß. So, dann kann ich hier... Dann werde ich hier keine Schienenbahn hinbauen. Werde die Leute mit irgendwas mit so einem Restaurant an den Freude halten. Dann kriegen die so ein scheiß Restaurant hier in der Ecke rein. Sollen sie doch darüber auch mal zufrieden sein, dass wir was zu fressen hier um die Ecke kriegen. Können sie ein bisschen essen, sollen sie froh sein. So. Passt doch auch wieder. Und so allgemein sieht das hier eigentlich alles ganz gut aus. So, die Schienenbahn läuft. Ja, das ist doof, wenn man so eine Schienenbahn bekommt, während man mitten im Spiel ist. Das ist also jetzt wirklich doof. Weil man kann einfach das Ding... Am Anfang müsste man das am besten schon richtig bauen können. So, dass man es auch effektiv richtig in den Park mit einbringen könnte. Aber so ist das ein bisschen blöd gerade getimed. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Gibt bestimmt noch Forschung, oder? Ja, klar. Gebäude haben wir alles. Warum zeigt er mir dann... Achso, hat er nicht. Wir bauen die noch neu. Wir schicken noch einmal ein Forschungsteam los. Auf eine Expedition. Was ist hier? Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. Ach, warum nicht? So können wir uns verdienen. So, macht weiter mit den Raptoren. Schließen Sie mehrere Expeditionen ab. Finden Sie auf der Expedition ein kleines oder mittleres... Ja, mache ich. Lassen Sie wieder das Haupttor mit der Immunikation frei. Könnten wir eigentlich wirklich gleich mal machen. Danach, wenn ich fertig bin. So. Die halten wir uns schon mal auf Einsatz. Das ist ein Blindschütze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte den Dicken schon längst erwischt. So. Da rein. Ah, sehr schön. Da ging ja wirklich ratzfatz. Raus. Und wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Du brauchst gar nicht so weit wegfliegen. Bevor der an den anderen da rumknabbert. Und ein bisschen mal die Kamera anders einstellen. So, was? Immunikationsmodifikation frei. Immunika, was für ein Ding? Genmodifikation. Aussehen, Belastbarkeit, Angriff, Immunikation. Was ist denn das wieder für ein Ding? Verhalten, da muss ich wieder alle individuelles lernen. Null gehen, härter. Müssen wir uns wieder alle einmal durchgehen. Null gehen, Verdauung, innovatives Lernen. Immunikation. Gut. Das ist jetzt Immunikation? Hat er jetzt das Immunikationsgen drinne? Nein. Er soll ja das Immunikationsgen reinbekommen. Das war hier, ne? Doch, ist drinne, angewendet. Gen anwenden. Okay. Kann man die zweimal gehen? Wir brüten einfach mal aus, was ist hier im Kontrollraum los? Ein paar Fossilien. Ja, extrahieren bitte. Verkaufen bitte. Und dann können wir jetzt langsam auch schon anfangen, die Velociraptoren voll eins auszuzüchten. Das ist doch schon mal ganz schön. Ja, wie gesagt, so eine Schwebebahn lohnt sich eigentlich erst richtig, wenn man sie wirklich in den Park integrieren kann. Dann sieht die geil aus, aber so, finde ich, ist das bestimmt noch nicht zu verkaufen. Halt, warte. So. Und verkaufen. So, dann haben wir das auch schon geschafft. Stegosaurus Zugriff auf ein Deluxe-Fossil. Habe ich das gerade richtig gelesen?
Neues vervollständiges Velociraptor-Genom. Okay. Immer ruhig. So, finden Sie auf einer Expedition ein kleines oder mittleres? Was denn? Ein kleines oder mittleres? Was? Pflanzenfresser, Raubtier. Hä? Ist er behindert? Kleines oder mittleres? Ja, das ist immer so eine Sache. Was heißt klein oder mittleres? Gucken wir gleich nochmal richtig nach. Auf alle Fälle haben wir sowieso gleich die Sternbewertung voll. Wir könnten dann als einziges sozusagen einen Auftrag von den Sicherheitsbeauftragten runterholen. Und vielleicht noch diesen Level noch komplett vollschießen, weil ich glaube, den habe ich, ne? Fertig. Das ist auch durch. Brauche ich nicht mehr machen, ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Es wäre er eigentlich nur noch drin, ne? Da muss ich mir Aufträge holen. Ich möchte gerne einen neuen Auftrag anfordern von der Sicherheitsbeauftragung. Geschäfte sind oft nicht sauber, oder? Halten Sie die Augen offen, mehrere Tiere können schnell zu einem Problem führen. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Brüten Sie mindestens 4 mit dem Sauerstoff, lassen Sie schlüpfen und schließen frei. Kriegen wir hin. Das dürfte nicht das Problem sein. Wenn der jetzt hier schon gleich mit zum ersten zählt, dann passt das sogar schon. Brutkasten ausbrüten. Wir können sogar noch anfangen, danach noch einen Dilopho hinterher zu schmeißen. Und ausbrüten nochmal. Oh Gott, gibt's hier noch viele, Alter. Mein kleiner T-Rex, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das müsste doch der Indominus sein, oder? Ne, das ist der, den wir gerade hatten. Oh, die haben wir nur 40%. Die sollten wir unbedingt mal weiter erforschen, damit wir die auch durchhaben. Dragorex, den lassen wir mal raus. Der ist ein bisschen... Welcher von den beiden war der bockigere? Oder war er das nicht, der Ankylosaurus? Der war doch der scheiß bockige Sack, ey. Und du warst definitiv nicht bockig, das weiß ich noch. Der Ankylosaurus, das war, glaube ich, diese bockige Sau, ey. Alter, kleiner Bockenarsch. So, was gibt's hier noch? Stromausfall. Wo? Wo herrscht wieder ein Stromausfall? Okay, ja, kein Problem, da können wir das Ranger-Team einfach hinschicken. Aufgabe erhalten. So. Da ist der Dino, den ich freilassen sowieso sollte. Und tschüss, der kriegt erstmal gleich einen rein. So, das ist doch hier mit den Imo-Reaktions-Gen-Fick frei. Danke. Da ist ja eigentlich mein Geld. So, dann haben wir die, was ist das auch frei? Schieß ihn ab. So, kann doch nicht so lange dauern, die Scheiße. So, du kommst da rüber, weil... Warum nicht? So, und irgendwo ist noch ein Kraftwerk ausgefallen. Ach, da unten gleich. So. Aufgabe hinzufügen, reparieren. So, Fossilien haben wir auch wieder. Verkaufen. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Sehr schön. So, Auftrag abgeschlossen. Jetzt habe ich auch immer... etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Nur, dass sie es gemacht haben. Ja. Danke. Schön. Freut mich nicht... Nicht die Bohne. So, ich glaube, da kriege ich eine ganze Menge neue Sachen her. So, das Thema zu den Dinosauriern habe ich jetzt auch. Jetzt kommt er frei. Und zack, weg. Aber ich glaube, ich mache das mal heute selber, ey. Ah, ich muss mal wieder ein bisschen Abwechslung haben. Ich muss auch mal wieder ein bisschen was tun. Falscher Dino. Sag mal, wo triffst du da? Richtiger Dino. Ha! Und er liegt. So, so schnell kann man einen Dino auch abschießen.
Ich bin dreimal schneller gewesen als der. So, wo tue ich dich mal hin? Hier ist wenig los. Hier kannst du eigentlich hin. Eigentlich könnten wir aber auch... Wir könnten eigentlich auch wirklich... Eigentlich würde ich das sogar schöner finden. Das machen wir jetzt auch. Wir reißen das Gehege auf. Warum haben wir das damals zugemacht? Das sind doch sowieso... Nur... So, kommt, geht durch. Ich hab Freizeit. So, welche Gesundheit ist niedrig? Was ist denn hier passiert schon wieder? Wen hast du denn jetzt schon wieder erwischt? Was hat er denn schon wieder? Achso. Ja, kein Wunder, dass seine Gesundheit niedrig ist. Du bist ja auch außerhalb des Bereichs, du Vollhorst. Kein Problem. Ach süß. Hat er alles kaputt gemacht hier. Ach, er ist der kleine Schlingel, der mir hier mal dauerhaft die Kraftwerke kaputt macht. Hab ich schon gewundert, was hier eigentlich los ist, ey. Darauf gehen die Singer kaputt, ey. Und er ist das immer. So, ich habe jetzt einfach mal aufgemacht. Da kann der ganze Bereich doch einfach genutzt werden. Was soll der Geiz? Produktzustellung bestätigt. So haben die sich doch viel größer im Bereich drinne. Ah, okay, vielleicht. Könnte es ein bisschen Probleme mit denen geben. Ach komm, das geht schon. Sollen sie nicht so anstellen. Würde ich hier was sagen. So. Dann sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge durch. Warnung. Sabotage im Gange. Krankheit, okay. Es liegt mir fern, eine andere Abteilung der Sabotage unserer Arbeit zu bezichtigen. Aber ich habe Mich auch. Bestätigt. So, dann passt das auch wieder. Und ja, wie es dann weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal hier bei Jurassic World Evolution. Also bis denn.